Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 4 mit Captain Reliok. Let's Play spielen wir zusammen und wir machen weiter mit der Geschichte Verlorene Künste. Betretet das horadische Gewölbe und jetzt haben wir in der letzten Folge haben wir endlich unser Pferd bekommen. Zack, mit der Pfeiltaste nach rechts schnappen wir uns das Pferd. Und dann düsen wir da mal hin. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling jetzt. Aber verlaufen tut man sich trotzdem noch. Aha, da die nächste links rum. Hier so rum. Da so hoch. Da so rechts. Da so lang. Da so, da so. Ja. Da sind wir schon. Okay. Spricht mit Dona an. Habt ihr eure Sache gefunden? Ich bin noch nicht mal hineingegangen. Wir haben einen Eindringling. So ist das nicht. Sie ist doch nur ein Kind. Ihr habt ein Kind mitgebracht. Hierher. Eigentlich hat sie mich hergebracht. Okay, öffnet die Tür zum Arbeitszimmer. Wir hier noch oder guck mal, es lohnt sich doch immer wieder abseits der Pfade. Ja, von wegen kann ich nicht öffnen. Was ist da los? Doch, das geht jetzt. Okay. Passt mit dem Stab auf. Das ist kein Spielzeug. Wer ist er? Er hat einst in diesem Gewölbe gelebt, das ihr unerlaubt betretet. Erklärt euch. Ich studiere und erforsche die Horadrim. Zumindest was von euch übrig ist. Studieren, Habt ihr einen Lehrmeister? Sagt mir nicht, dass Lorath einen neuen Lehrling hat. Ich brauche keinen Lehrer für meine Nachforschungen. Lilith. Lilith. Bedroht bereits Sanctuario. Dafür muss ich Vorkehrungen treffen. Mit oder ohne Hilfe. Ihr? Gegen Lilith? Nun, ich wollte meine Sachen holen. Ich hoffe, ihr konntet die Finger von ihnen lassen. Okay, können wir mit ihr nochmal reden? Nee. Viele dieser Notizen hier handeln von Mathematik und Astronomie. Jede Seite enthält Vermerke über Sternkarten und Prophezeiungen. Ich war einmal wie dieses Mädchen. Hatte mehr Träume, als ich brauchen konnte. Sie gelösen. Oh, Charkit. Chesbithilm. Stein muss auf Lilith ausgerichtet sein, bevor Lorath sie aufsucht. Ansonsten kann er sie nicht halten. Bevor ich aufgebrochen bin, habe ich ein paar Notizen über den Vorgang zusammengetragen. Wo lang? Wo lang? Hier lang? Ah ja.
Das Wichtigste zuerst. Lorath braucht meine Notizen. Seelensteinmagie ist tückisch. Selbst in den fähigsten Händen. Okay. Wir müssen ihn wahrscheinlich hier so durchlotsen. Die verdammten Spinnen bilden immer ein Weg hinein. Und auch mal wieder Zeit. Oh, noch eingefroren. Ich bin noch nicht bereit. Na komm her! Ich bin noch nicht bereit. Ziegenmenschenknochen? Was ist das? Das Skelett eines Ziegenmenschen, das für wissenschaftliche Untersuchungen aufgestellt wurde. Ich erinnere mich daran. Okay. Ein Projekt, um die Physiologie der Ziegenmenschen zu bestimmen. Letztendlich verkam es zu einer Debatte darüber, ob die Kreaturen wie Menschen oder wie Ziegen träumen. Ich habe irgendwo eine Karte. Ah, hier. Schützt an all diesen Orten lebt noch Mephistos Hass. Nur noch eine Sache. Zu seinem Schreibtisch. Aber es sind wenig Gegner. Das ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich für das Spiel. Wieso? Was habe ich übersehen? Hätte ich da... nicht in die falsche Richtung gelaufen? Was ist da los? Hier runter? Da kommen wir nicht durch. Was ist das denn? Hat das kleine Fehler? Dieser Abschnitt? Wo waren wir noch nicht? Seid vorsichtig. Ah. Wir haben hier drinnen einen Geist beschworen und er ist amok gelaufen. Lorath versicherte mir, ihn gebannt zu haben, aber ich hatte immer meine Zweifel. Ich brauche mehr Wut. Okay. Und jetzt geht es erst. Muss man erst den einen öffnen? Ich weiß es nicht. Ja, was sollen wir sonst tun? Wir versuchen es jetzt nochmal. Vielleicht funktioniert es jetzt ja. Nee.
Das ist ja ärgerlich. Aber was soll's, ist ein Spiel. Das ist ja ärgerlich. Jetzt müsste es doch gehen. Jetzt komm. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Das ist ja ungewöhnlich wenig. Aha. Okay, sprecht mit ihm. Ist das euer horatisches Amulett auf dem Tisch? Ja. Ich wette, Lorat trägt seines noch. Die Mission des Ordens war sein Lebensinhalt. Ich konnte mein Leben nicht dafür aufgeben. Nicht wie er. Ich wollte ein Mann sein. Ich bin gegangen, um Familie, Gemeinschaft und Ruhm zu finden. Und wozu? Ihr habt gesehen, wie das geendet ist. Mein Sohn. Ich kann das nicht. Es würde ohnehin nicht klappen. Donan, ihr versteht nicht. Die Beschaffenheit der Seelensteine, sie sind so alt wie der ewige Konflikt selbst. Solch uralte Magie erfordert Glauben. Ich habe keinen. Was euch an Glauben fehlt, gleichen eure Verbündeten aus. Wer? Ihr? Ja, ihr seid der Einzige, der uns helfen kann. Leider habt ihr womöglich recht. Ich kann nichts versprechen. Wirklich. Aber ich kann es versuchen. Für euch beide. Hören wir uns an, was der alte Mann zu sagen. Gut. Jetzt geht's. Okay. Mussten wir einmal im Kreis. Geht ins Arbeitszimmer zurück. Da unten müssen wir hin. Ich folge einfach mal der Markierung. Okay. Ja. Nirel, wie ist es euch ergangen? Das hier ist eine wahre Schatzkammer. Seht euch dieses Meisterwerk an. Kalhas hinter dem Schleier des südlichen Dschungels. Ihr seid mit Kalhas Arbeit vertraut? Sie ist brillant. Ich bewundere ihre Werke. Ich auch. Habt ihr ihre Abhandlungen gelesen? Moment, erzählt es mir unterwegs. Unterwegs? Ich werde euch helfen. Ich kenne die Sitten der Horadrim, eure Magie, sogar die Chiffre, die ihr nutzt. Und sagt mir nicht, dass es zu gefährlich ist. Lilith hat mir meine Mutter genommen. Ich werde alles tun, um sie aufzuhalten. Eine gute Rede. Könnte sogar den Mann überzeugen, dem ihr sie vortragen solltet. Kommt mit, ich gehe zu ihm. Aber ihr seid ein Horadrim. Ist das nicht euer Gewölbe? Das war es einmal. Ich schätze, wir werden sehen, wie es jetzt steht. Okay. Verlorene Künste. Abgeschlossen. Das war ja jetzt ein bisschen, na, sagen wir,
Langweilig. Aber gut, das muss gehört auch mit dazu. Es muss auch mal solche Passagen geben. Wir sind aufgestiegen. Paragon-Punkte verteilen. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Zusammenkunft. Ja, das machen wir zusammen. Zusammen machen wir die Zusammenkunft. Zusammen machen wir die Zusammenkunft. Jetzt wollte ich mal den Paragon-Punkt verteilen. 50 Rüstung, zack, unaufgeregt. Willenskraft brauche ich noch. Und hier, das ist super. 8% maximales Leben und 100 Rüstung. Ja, das wird gut, das wird gut. So, dann aufs Pferd, zack. Jetzt mal kurz gucken, wie kommen wir da hin? Jetzt rechts. Jetzt rechts rum. Okay. Schade, dass es dunkel ist, also Nacht ist. Bei Tag sieht die Wüste echt gut aus. Schockt. Das andere war die Steppe und dies ist erst die Wüste, alles klar. Aha. So, ich... Ah ja, ich muss hier lang. Ah, man kann sogar Turbo Boost reiten mit R2. Sehr schön. Das macht ja Spaß. Gut, und absteigen kann man auch einfach mit der Kreistaste. Abbrechen sozusagen. Es war richtig, sich an mich zu wenden. Seelensteine verlangen nach Expertise. Das ist der Donan, den ich kenne. Oh, ich brauche Luft. Was ist los? Die Details des Plans sind mir noch nicht ganz klar. Die Knochen sind dort. Lilith will Mephistos Kraft für sich. Bevor sie ihn erreichen kann, werden wir den Seelenstein auf sie anwenden. Die Vorbereitung des Steins kostet Zeit, die wir nicht haben. Warum bekämpfen wir sie nicht? Wer von uns? Ihr? Ihr verderbtes Blut fließt noch immer durch eure Venen. Nein, Kreaturen wie sie zu bekämpfen, ist immer der letzte Ausweg. Selbst wenn ihr sie besiegen könntet, würde sie irgendwann zurückkehren. Aber eine klügere Waffe, wie der Stein, wäre der Herausforderung gewachsen. Seelensteine können mit genug Zeit auch versagen. Vielleicht klappt es nicht. Ihr könnt es schaffen. Niemandem traue ich das mehr zu. Der Wind wird stärker. Ich kann sie nicht sehen. Taissa! Ich werde sie finden. Taissa, sucht nach Taissa. Oh, mitten im Sturm. Mitten im Sturm. Eure Stümperei im Auge hat mich direkt zu eurem kleinen Lager geführt. Ihr, wenn ihr ihr wehtut. Ihr wehtun? Ich habe sie ermächtigt. Die Runen auf ihrer Haut bilden einen Wegpunkt. Sie ist ein Leuchtfeuer zwischen den Reichen. Bringt sie hier weg! Es spielt keine Rolle. Ihre Aufgabe ist erfüllt. Eure Aufgabe ebenso. Genießt eure letzten Atemzüge. So, Rohaus.
haben wir denn hier? Was ist das? Ich bin noch nicht bereit. Was ist denn das? Ich muss warten. Gut, dass ich ein bisschen Feuerschutz dabei habe. Wo ist er? Wo ist er? Ach du Schande. Ach du Schande. Ich glaube, ich konzentriere mich noch voll auf ihn. Ach, ich muss da raus, ich muss da raus. Ich bin noch nicht bereit. Das ist ja abgefahren. So richtig verstehen tue ich es noch nicht. Aber ich muss aufpassen, dass ich da nicht in die Dinger reinkomme. Wenn ich den Erdbeben habe, dann habe ich auch ein bisschen Schutz. Da muss ich raus. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ohne Unterlass. Ich habe nicht genug Rot. Einfach weitermachen, mach voll drauf. Dash! Andario! Gut Schwung!
Oh, ein Ring. Ja, cool. Sehr schön. Was haben wir da für einen Ring? Widerstand gegen Schatten, gegen Gift. Schaden gegen Verlangt. 12 Schaden gegen Verlangsamt. Hab ich drin. Schaden gegen Kontrollverlust leiden. Maximales Leben. Schaden gegen die von Blutung betroffen sind. Ihr erhaltet 5 Wut pro Sekunde, solange ihr im Berserker-Modus seid. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gut, okay. Könnte ich benutzen. Was für ein gewaltiger Sturm. Was ist da draußen passiert? Elias hat an Dariel geschworen. Verdammt. Dann hat er das Ritual vom Vulkan aus beendet. Elias, dieser Mann hat Lilith beschworen. Ihr sagt also, er beschwor auch ein geringes Übel? Bleib dran, Mädchen. Ist Andariel fort? Ja. Und Elias? Er ist geflohen. Bevor er die Steppen aufsuchte, kam Elias nach Havisar. Er nahm etwas, das nicht ihm gehört. Deshalb jage ich ihn. Ich habe in Havisar eine Freundin, die die Kunst der Unsterblichkeit beherrscht. Sie könnte sein Geheimnis kennen. Ich bringe euch zu ihr. Ich dachte, wir verfolgen Lilith und nicht Elias. Ihn zu finden, könnte uns zu ihr führen. Und während wir nach ihm suchen, könnt ihr am Stein arbeiten. Genau das wolltet ihr doch, oder? Gut, ich beiße ab. Bei einem der seltenen Momente, an denen ihr mir einen guten Rat erteilt habt, meintet ihr, die Antworten, die man braucht, findet man oft dort, wo man am wenigsten nachsehen will. Ihr habt das gesagt. Ah, ihr habt recht. Machen wir die Pferde bereit. Gut. Auge des Sturms. Das war ja was. Das war ja cool. Auge des Sturms. Machen wir das noch dran? Ja, ein kleines Stück. Pferde bereit. Hört mal. Ich habe vorhin nichts gesagt, aber gut gemacht. Ihr habt euch an Dariel gestellt, einem geringen Übel, und überlebt. Das schafft nicht jeder. Aber lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Wer arrogant und leichtsinnig ist, überlebt in Havisar nicht lange. Was hätte der alte Deckard Cain wohl in seinen Chroniken geschrieben, wenn er uns gesehen hätte? 2 alte Freunde wieder vereint. Neue Verbündete, die begierig aus unserem enormen Wissen schöpfen wollten. Im Kampf gegen die sich ausbreitende Dunkelheit vereint, wie einst die Horadrim. Wahrscheinlich waren sie so verloren und verbittert wie wir. Doch Cain hatte die Gabe, immer das Gute in den Menschen zu sehen. Eines war zumindest sicher. Lilith wollte Mephisto verschlingen und sich seine Macht aneignen. War das von Anfang an ihr Plan? Nicht Sanctuario, sondern die Herrschaft über die Hölle. Und dieser Narr Elias war zu blind, es zu erkennen. Vielleicht waren wir nicht perfekt, doch wir wussten, dass wir uns zur Wehr setzen mussten. Wir waren die einzige Hoffnung der Welt. Cool. Auge des Sturms abgeschlossen. Sehr schön. Schließe Akt 4 ab. Okay, ja, so langsam wird's. So langsam wird's. Okay, das machen wir nächstes Mal weiter. Da geht's dann weiter, der geteilte Weg. Ich habe hier noch so viel, hier ist noch ein Stützpunkt. Aber ganz alleine.
Ich habe zwei Stützpunkte schon ganz alleine geschafft. Ist wirklich wahr. Aber ich habe auch einen Stützpunkt mit einem Freund zusammen gemacht. Also das ist nicht so ganz ohne. Und hier 56. Puh. Naja, gut. Die waren immer ein bisschen, sind immer ein bisschen höher als man selber. Ja, gut. Okay, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder ein Stück weiter. Dann reisen wir zum geteilten Weg. Und ich kann ja dann noch hier mit Freunden Events machen und mich verbessern und so weiter. Wie gehabt. Alles klar, in diesem Sinne, euer Captain Reliok. Und bis zum nächsten Mal in Hamburg. Ich sag mal tschüss.